Hier haben wir zwei Jungstars der Frankfurter Eintracht. Die Adlerträger hatten ja auch schon in der Hinsaison fulminanten Erfolg gehabt. Rücksaison ein bisschen negativ gestartet, aber wie sind die Aussichten? Was meint ihr in Zukunft? Die Rückrunde, die ersten zwei Spiele mal abgehakt, wie geht's weiter? Ja, aus meiner Sicht kann ich ja leider nicht mehr mithelfen. Ich muss mir die ganzen Spiele jetzt in Zukunft ja auch von der Tribüne aus angucken. Aber meine persönliche Meinung ist, dass wir jetzt gerade auch zum Rückrundenauftakt ja auf viele Leistungsträger verzichten mussten und dass man das natürlich dann doch deutlich gespürt hat, dass der ein oder andere da fehlt, den man ja gebraucht hätte. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir ja, mit dem nächsten Spiel die Kurve kriegen und da ja, wieder die Punkte einfahren, die wir uns erhoffen. Jetzt leidet ja generell die Eintracht unter der Verletzungsmisere. Wie sieht es bei dir aus im Moment auf dem Weg der Besserung? Für mich ist die Karriere letztes Jahr im Sommer abgeschlossen worden, weil der Knorpelschaden einfach ja, zu groß war, sodass man einfach noch da ja, irgendwelche Hoffnung reinstecken hätte können, dass das nochmal hundertprozentig was wird. Deswegen, wie gesagt, für mich die Zukunft auf der Tribüne und den Jungs halt unten auf dem Platz die Daumen zu drücken. Könntest du dir vorstellen, in anderer Form vielleicht positiv mitwirken zu wollen für die Eintracht, sagen wir als Berater, als Scout, wie auch immer? Ja, momentan bin ich seit Juli 2010 ja dann auch schon auf der Geschäftsstelle den Weg eingeschlagen, durchlaufe da die Abteilung, werde in die Strukturen mit eingearbeitet und ja, versuche natürlich das ein oder andere, was man ja als Profi erlebt hat, natürlich den anderen auf der Geschäftsstelle zu teilen, die natürlich da auch das ein oder andere Mal von meinem Wissen profitieren können. Für den Zusammenhang wünschen wir dir und deiner Karriere und uns als Eintracht-Fans, wo ich mich dabei zuzähle, auch für die Zukunft alles Gute. Eine Frage zu den Aussichten aus deiner Sicht. Wie siehst du die Chancen Europapokal für die kommende Saison oder in 2-3 Jahren? Ja, Chancen sind natürlich immer wieder da und ich denke, wenn man vor dem Rückrundenstart die Ausgangsposition gesehen hat, war und ist natürlich auch dieses Jahr eine gewisse Chance da, den Weg dorthin zu machen. Die Frage ist natürlich immer wieder, schafft man es konstant zu bleiben, zu spielen, um natürlich auch die Chance dann am Ende nutzen zu können. Und das liegt an den Jungs, dass sie die Kurve da kriegen und natürlich das Beste draus machen, ihr Bestes geben und dann wird man sehen, was am Ende nach dieser Saison halt unterm Strich rauskommt. Wo siehst du jetzt die Zukunft für die Eintracht in den nächsten 2-3 Jahren? Ist es möglich, international ins Geschäft zu kommen? Ja, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, wie sie unter Skibbe den Fortschritt gemacht hat, dann denke ich, dass wir das ja, in den nächsten Jahren schaffen werden. Nun wurde vor einiger Zeit ja auch das Forum der Frankfurter Eintracht als das meistbesuchteste, etwa doppelt so viel Klickzahlen als Bayern München, honorend erwähnt. Außerdem zählen die Eintracht-Fans zu den Besten der Welt und auch mit ihrer Lautstärke. Wie empfindet ihr das als Spieler, wenn die Fans auf der Tribüne euch unterstützen? Nicht nur auf der Tribüne. Ja, für mich persönlich ist das was ganz Besonderes, weil ich früher ja selbst dabei war bei den Fans und ja, das pusht einen, das gibt einem nochmal die Kraft in der 90. Minute nach vorne zu rennen oder nochmal nach hinten zu rennen und ja, das freut uns ungemein, wir wissen, was wir an den Fans haben, die unterstützen uns in jeder Situation und so soll das ja auch sein und ja, wenn wir zusammenhalten, dann passt das doch alles. Ich weiß, ihr dürft nicht unbedingt eine Verlautbarung von euch lassen, welchen Tabellenplatz die Eintracht zum Schluss der Saison vielleicht innehat. Aber trotzdem ein kleiner Tipp. Was schätzt du, Christoph? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwo im oberen Drittel uns am Ende der Saison platzieren können. Und ja, welcher Platz das genau sein wird, das ist natürlich auch jetzt noch schwer zu sagen. Sebastian? Ja, also ich sage einfach mal, wir wollen unsere 50 Punkte erreichen, die wir uns gesetzt haben als Ziel. Und wenn wir die 50 Punkte erreichen, dann denke ich, sind wir in der ersten Tabellenhälfte zu finden am Ende der Saison.